Jetzt ist eigentlich die Frage, wo sind wir überhaupt? Die Hand des Todes. Da kann man sich anlehnen. Bis jetzt ist er ja noch sehr bequem. Sehr gut. Hallo und Grüße vom Fuße der Unwand. Ich bin Flau dabei, Azrael, neben mir hat immer noch kein Sprichel, darum wird er auch gar nicht gefragt. Er steht nämlich nur im Weg um die unverdeckte Karten bzw. die Steige. Ja, und für uns geht es heute auf die hohe Wand hinauf über den Hanslsteig. Da kann man es lesen, wenn man es lesen kann. Das, glaube ich, wird nicht 4K wahrscheinlich auch trotzdem ziemlich schwierig. Ja, und dann nehme ich einfach mit, weil wenn wir da stehen bleiben, dann piepst uns der Piepmatz da weiter und wir kommen wahrscheinlich wieder in den einzigen Regenschauer in Niederösterreich. Das wollen wir nicht. Der rote Pfeil. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin, ja. Die Hand des Todes. Das ist die Frage, ob uns das davor warnen wird, dass wir da nicht gehen sollen. Aber wir könnten schon wieder mal einen Rast machen. Ja. Ja, da gekommen, aber das muss ich ehrlich sagen, das war nicht so gut angeschrieben. Und da rauf. Ja. Also ich würde bevorzugt das nehmen, wo die Markierung ist. Ja, steiler wird's, gell? Ja. Ja. Oh ja, das kann was. Schaut ziemlich kaputt aus, die Gegend, ha? Ja, so wie ich. Kaputte Wand. Kaputter Ausreil. Einstieg, Hanslsteig. Hat nicht da schon schöne Aussicht eigentlich. Ja, da hinter uns waren sie echte Kletterer. An der Aussicht, wir genießen. Ja, Hanslsteig, maximal B, angeschirrt für unsere Fälle einmal trotzdem. Ich weiß natürlich, es gibt Leute, die kennen das alles ohne und sind viel besser und brauchen keinen Helm und überhaupt. Interessiert uns alles nicht. Na gut, wir wollen das einfach. Das Hansl weiß ich nicht, aber wir zwei Hanseln werden da sicher auch aufgekommen. Grüß euch. Ja. Wenn sie nicht drauf sein wollt, ist kein Problem. Das schneide ich verlässlich aus, natürlich. Du? Ich bin da flott dabei. Okay. Ja. Siehst du nur das? Weil glaube ich nicht, dass du was merkst. Du hast aber zwischen die Ohren, das nennt sich Hirn, just use it. Und da kann man live zuschauen, wie wortgewaltig Leute befriedigt werden. Typisch Einhorn. Das mit dem Selfie-Stick, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Variante, was ich euch da vorzeige. Vorgezeigte Technik können von der Expertenmeinung abweichen. Genau, richtig. Ja, das ist doch super da, oder? Ja, von unzähligen Bergschuhen ist es da aufgelatscht. Hä? Aha, ein Löch. Mhm. Schau, das Steigbuch ist erreicht. In kaum einmal 30 Sekunden. Lästig. Das kann nicht stüberl. Na, also, was da liest du da aus dem Buch? Steigbuch. Steigbuch. Ja, das wird wahrscheinlich ziemlich voll sein, oder? Nein, schreib ein. Schreib ein? Vor allem gibt es Steigbuch dann auch weiter, weil wollen sie einschreiben. Das gehört jetzt mir. Ich filme dir jetzt, wie du filmst. Du filmst mir, wie ich filme. Ja? 1863-11. Also November 1863, warum auch immer. Na, da werden sie den Felsen gebaut haben. Ja, vom Stehbleiben hat keiner was gesagt. Ja, sicher. Mhm, ganz bei ihm auch. Azrael hat nämlich eine Kamera mit Spracheingabe, weil so, wenn man jetzt nämlich nicht wissen, was er da alles fotografiert, dann machen wir es ja nicht. Sagt der, die ganze Zeit die Baumwolle. Na schau, das ist ja nett. Mhm.
cool. Ist doch cool, oder? Hört mir sogar aus. Ja, wir haben keine Zweifel gehabt. Da wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, da oben ein enger Asphalt mit Leitern. Cool. Ein Kamin? Ja, genau. Der ist so eng da, magst du nur auf die Seiten dran, wenn du rosten willst. Ja, überhaupt nicht schwer, aber sehr lieb. So geil aus. Gell? Ganz ein enger Spalt. Was für ein Spalt? Eng. Das ist das Wort, das du nicht gern hörst, gell? Cool. Gell? Das ist richtig leibend. Das ist nett da. Mal schauen, wie das. Ja. Ich glaube, ich werde das jetzt ein bisschen kleiner machen, weil sonst ist man nämlich im Weg und verhängt sich da. So da. Ja, da ist ja wunderbar. Ah, schaut einmal da auf. Senkrechte Leiter, hervorragend. Kategorie B haben wir gesagt, ne? Kategorie B, ja. B für Bladeleit. Genau, B für Blad. Das ist doch sehr spannend. Ich habe geklappt, das Stadion. Ja. Wird poliert. Das ist ganz extrem abgespeckt natürlich, ja. Hat mein Kunden über einen recht guten Stand. Ja, die Leiter. Die schaut nicht nur deswegen schief aus, weil die Kamera schief hält, ist auch wirklich schief. Na, also, weil, wie gefällt's dir? Ja, super, so geil. Gell? Ist richtig lieb. Ja, Israel, also, magst du gern eng, wie es ausschaut? Witzig. Gell, das ist lustig da. So, jetzt werde ich aber die Kamera da endgültig wegpacken. Und das Ganze mit der GoPro probieren. Ja, ich hab da jetzt auch keine Hand mehr frei. Ja. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Nein, nein. Eine schiefe Leiter. Die Leiter ist wirklich sehr schief, ja. Und hängst du da rein, oder? Nein. Gut. Sicher ist kein wirklichen Gewinn. Wie ein Mann. Jeder nach seinem persönlichen Sicherheitsempfinden. Hängt die über? Nein, gell? Überhängen tut es nicht, nein, schräg hängt. Das war ein sehr lustiger Fußsport, der da hinten geht. Ja. Ja, da. Irgendwann einmal ist in den Fußsport dann leider aus. So. Aha. Sehr dick sind diese Klammern da. Ja, das ist lustig, gell? Da kann man sich anlehnen. Ja, da kannst du. Klar, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man könnte sich wo anhauen und da plötzlich leicht desorientiert sein, aber es kommt der Einschlag, würde ich mich schon einhängen. Also man kann jetzt darüber diskutieren. Ich kann eh viel mehr diskutieren. Genau. Lass uns ein bisschen diskutieren. Ein kleines Diskussionsvideo wäre nicht schlecht, oder? Gell? Es muss nicht immer schwierig sein, es kann auch einfach einmal ganz, ganz gewitzt sein, oder? Das ist richtig cool. Da darfst du die Aussicht genießen, schau. Ja, cool. Ja, da auf diesen Aussichtsturm kannst du vier gehen. Aber bitte fahr nicht runter. Nein, ich schaue nicht auf die Kamera. Ja. Wäre sehr günstig, gell? Wäre da sehr verbunden. Wenn du schon runterfällst, dann lass bitte die Kamera da. Das kann ich das Material nämlich auch nicht verwenden. So, da von unten sind wir gekommen. Mhm. Von dem Spalt. Und da rauf. Müssen wir noch irgendwie, gell? Also, der Hanselsteig verläuft nach dem Motto: halt, da ist ein Spalt, passt auf, dass keiner reinfällt. Ja, da geht es jetzt deutlich leichter weiter. War das die Schlüsselstelle quasi? Das war mehr oder weniger die Schlüsselstelle her. Ja. Das ist sehr cool, wie da die Eichen ausschauen, gell? Da kämpft die ganze Geschichte schon ziemlich. Wenn man Sicht versichert ist, nicht allzu viel, so viel Gegelände dabei. Aber eine total schöne Gegend. Ein Brückerl. Sehr nett, gell? Super lieb.
Jetzt haben wir das geschafft, schaffen wir das auch. Ja. Ah, das ist ja schon schön da, gell? Ja, das war's jetzt. Da geht der nämlich die Puste aus. Und dann alle Zuschauer, abonniert alle und dann lasst ein Like da. Ja. Das mache ich normalerweise in meinen Videos nicht. Weißt du auch warum? Da kannst du nur einmal abonnieren. Wenn ich jetzt in 100 Videos sage, jetzt abonnieren, dann sehe ich da einer, der was beim ersten Video abonniert hat, 99 Mal abonnieren wir. Ja? Das ist eigentlich total deppert in Wahrheit. Ja? Und vor allem, ich will ja gar nicht haben, dass Leute aus dem Impuls heraus abonnieren. Der soll ja abonnieren ganz bewusst, weil er sagt, ah, das ist ein leibendes Video. Udo hat ja nur ein leibendes Video. Wenn er dann abonniert, dann schaut er meine Videos wenigstens auch. Ja? Josef Bankerl, dann ist ja nicht da. Da werden wir jetzt verbleiben. Gut so, wir gehen jetzt auch wieder an. Alter, viel Spaß noch. Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meine Häuschen? Wenn das Zeug nicht so gut schmecken lässt. Wenn das Zeug nicht so gut schmecken lässt. Nee. Was hast du eigentlich noch bei Wurst mit? Nur mit der Säure. Achso, nur mit der Säure. Ja, sensationell. Ja, bitte. Ja, ich würde dir meinen Würstel anbieten. Das geht für mich gefressen. Ja, ich bin heute 20 km raufgefahren, 10 km gelaufen. Jetzt bin ich mit dem Gelterscheich. Ich kann jetzt eine fressen. Ich bin 8 Stunden am Hintern gesessen. Ich kann in normaler Geschwindigkeit eine Zeitlupenkamera aufnehmen. Mhm. Aber du wirst leider nichts sehen, weil das ist nämlich auch schwarz geschossen. Nein. Fashion am Berg. Finde den Fehler. Ja, letzter schöner Blick, bevor wir diese Bank wieder verlassen. Asael, der ist ganz gierig, dass das Wetter geht. Ja. Also Josef Bankerl, Papa Josef Bankerl. Bewegung! Asael mahnt zur Eile. Nein, du wirst Zuschlag gekriegt. Das hat sich so nach Imperativ angehört. Die La Strada, ja? Hanslersteig mit Leitern, 45 Minuten Abstieg nach Stollhof. Ja? Ich glaube nicht, das hat auch 45 Minuten gedauert. Ja, in der Senkrechten geht es besser. Hinterspielplatz, das ist genau für uns. Das ist richtig, ja. Zum Hergoldschnitzer aus in 30 Minuten. Ja, schaut da, sind wir. Da drüben ist Hergoldschnitzer Haus. 12 Uhr ist immer noch der Zischkersteig. Ja, und dann schauen wir, ob wir einen Ganghofersteig finden, oder? Schau, das sind Schafe. Das Interessante ist, dass der Spielplatz eingezäunt ist. Das ist nur ein Schafspielplatz. Vielleicht ist das ein Spielplatz für Schafkinder. Naja, egal. Wir wollten ja eine Decke spielen. Ja, da hinten glänzt noch die Sonne durch den Wald ein bisschen, aber recht viel werden wir von der nicht mehr sehen. Dazu ist es nämlich zu spät. Es ist sogar schon so spät, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in die Finsternis geraten auf unserem steilen Abstieg. Ich würde mich freuen zu hören, dass meine Bessel aufgeladen ist. Sensationell! Deswegen werden wir aber den Ganghofersteig trotzdem in den Finstern probieren. Pinus nigra austriacus, ja? Österreichischer Schwarzkiefer. Woran erkennt man das? In die rotesroten Strafen, das überall aufmachen. Also, was ist der Unterschied zwischen Pinus nigra austriacus und Pinus silvestris? Der eine sind rot, der andere sind schwarz. Genau, richtig. Sehr günstig, Asael, hast du gut aufgepasst. Ja, ja. Aha, was steht da? Was steht da? Na schau, da ist die Bründelries, das war ein möglicher Abstieg für uns. Mhm, den nehmen wir aber nicht. Die Nutzung des Weges auf eigene Gefahr. Ja gut, schnitzt so aus schon. Ja, das macht nichts. Nichts mit Bier. Ja, da draußen ist tatsächlich nur eine Sonne. Das ist wahrscheinlich ein Schatten von der hohen Wand, damit wir über den Gebirgszug. Drei Städten in 30 Minuten. Und da ist das Zischkersteig schon. Unser Abstieg. Ja. Das ist ein Klettersteiger, oder was noch? Na? Eins minus. So ja, Zischkersteig für uns im Abstieg, grün markiert. Ein bisschen zum Aufpassen. Das ist durchaus alpin und da ein bisschen erdig und rutschig. Mhm. Mhm. Hey. Vielleicht eher umdrehen. Ist keine Chance. Ja, eins minus, gell? Ja. Das ist ja
Ja, oh, das ist kein Problem, ja, natürlich. Bin mir da nicht schon dazu. Ja, ist ja schön da. Sieht man einen weiteren Verlauf schon? Da oben geht er. Dort ist der Verlauf. Ja. Ja, da gehen wir runter. Geht jetzt zum Abendstück, oder? Ja, machen wir. Wie gesagt, das ist keine Chance. Die mit meinen 25 Euro Bergburg macht da jetzt auch keinen Blödsinn, ne? Das ist eine gute Idee. Ha, das sind ja meine Lieblingsblumen. Steinnelken. Steinnelken, ja. Nicht so viel Ausbau, wie man vielleicht dran macht. Ja, also dieser Eiche würde ich niemand mehr mein Leben anvertrauen, weil also schon, dass ich hier jetzt wicker. Nämlich was wicker gehe. Und es dann geht da um die Kurven. Ja, da unten ist ja noch ein Weg, also ich hätte über dem noch. Ich weiß, aber da geht auch so ein Weg um mich. Und ich glaube nämlich, dass da die Abzweigung zum Ganghofersteig ist. Ah, okay. Genau, da steht es schon. GH. Mhm. Also bei diesem markanten Wacholder müssen wir jetzt eigentlich da umgehen. Halt. Ratsch. Nur einmal. Ja. Da bin ich froh, dass das eine Action-Cam ist. Eine andere Cam darf die Action gar nicht aushalten. Also, da hat man jetzt den Zustieg. Rote Punkte. Da sieht man schon die Versicherungen da vorne. Schau. Ja, deswegen habe ich dort, wo du jetzt gewesen bist, auch noch nichts gesagt. Beim Ganghofersteig hat es einmal ein Einstiegsdachau gegeben. Es steht immer noch GH drauf, aber sonst leider nichts mehr. Willst du vorangehen? Warte mal, kann ich machen. Lass mich noch schnell ein Foto machen. Warte, schon zu verschieben. Gegenseitig das Z anschauen oder so. Ja, ich würde schon noch mal vorschlagen, jetzt wo wir es tatsächlich benutzen. Zu ist alles. Jetzt muss ich runter. Das war nicht schlecht, ja, wenn das schon mal so ist. Dass das auch halt. Da, warte mal, dann. Ja, heb mich auf. Ein bisschen mehr. Aus einer Hand leider doch nicht. Okay. Ja, schaut ganz gut aus. Ich glaube, dass du symmetrisch bist. Da hast du richtig gehängt, dann hören wir es da auf, der sitzt da. Aha, super. Das ist nicht da eingeschlafen? Ja, das ist nicht eingeschlafen. Ganz schlecht. Ich werde jetzt da hängen bleiben und tödlich abstürzen. Jetzt hast du das erklärt, ne? Ja, ja. Du hast schon recht. Dafür ist der Partnerchecker da. Also jetzt dräng mich nicht ab. Ja, dann komme ich da mal nach. Ne? Das ist ja dann noch relativ harmlos. Ganghofersteig ist noch was ganz was Kurzes mit Maximalschwierigkeit CD an einer Stelle. Das werden wir uns mit Astrel jetzt anschauen. Die erste CD-Stelle. Bis jetzt ist er ja noch sehr bequem und eine tolle Abendstimmung, gell? So, da einmal. Fast so was wie Gehgelände, gell? Ja, cool, ne? Ja, da das, wo keine Versicherungen sind, ist annähernd Gehgelände. Ja, da ist man ja schon fast in der Wand. Muss ich jetzt schauen, wie ich da. Halt, da habe ich da tatsächlich das Ding da eingefahren. Na gut. Aber jetzt. Das ist natürlich da. Ich habe Steigbuch gefunden. Sehr gut. Da hast du meistens die Schlüsselstelle auch schon. Na gut. Da ist aber nichts drinnen. Das ist aber schade. So, warte mal, ich bin da ganz draußen. Ja, ja, machen wir.
wann immer dir beliebt. So. So. Was sagst du? Okay. Du hast dich gut geschlagen. Also, gibt's gar nichts zu sagen. Sehr gut gemacht. Hätte ich auch nicht ausgedacht. Ja, da. Steigbuch leider leer. Schade. Ja, da sind Maxl und Schana drinnen. Na gut. Das ist ein. So. So, also da ist für mich die Versicherung jetzt aus, jedenfalls das, was da praktikabel ist. Und der Rest geht nur so in leichter Kraxelei. Flatt auf den letzten Metern. Genau. Ja, also Ganghofersteiger, ganz eine kurze Einlage mit ein bisschen mehr Schwierigkeit für Leute, die vielleicht einmal probieren wollen. Ich glaub, ja. War erfolgreich, gell? War erfolgreich. Ja, dann steht ja dem Bittentaler Klettersteig nichts mehr im Wege. Okay, was ist das? F. Nein, das ist ACD. Okay. Das ist beim Türkensturz hinten. Machen wir ein kleines Fazit zum Ganghofer, oder? Ja. Was gibt es zum Ganghofer Steig zum Sagen? Naja, der Abstieg über den Zischka Steig, damit man dazu kommt, ein bisschen erdig, durchaus was mehr zum Aufpassen als beim Ganghofer Steig selber. Ja. Der Überstieg zum Ganghofer Steig, man hat es eh wenig begangen. Der Steig selber in den meisten Passagen nicht schwierig, zwischendurch so eine Art leichtes Kraxelgelände dazwischen. Ich glaube, da Topo 1 minus. 1 minus eigentlich nur, ja, maximal 1. Ja, Schlüsselstelle machbar, weil es wirklich nur eine Stelle ist. Umhängen geht überall leicht, die ganzen Klampen, die da drinnen sind, da kann man halt dann die Versicherung über das Klettersteigset machen. Dass die Klampen ausreißt, glauben wir einfach einmal nicht. Ja, nein, das war wirklich nur die eine Stelle, wo es ein bisschen brauchig gewesen ist. Da war es ein Umhänger, da hast du halt mehr Kraft gebraucht. Also nur wegen einem Ganghofersteig braucht man nicht herkommen auf die hohe Wand. Aber so mitnehmen und einmal ein bisschen probieren ist vielleicht nicht schlecht. Ja, damit wir jetzt nicht beim Abstieg noch einmal den Zischkersteig da runterkoffern müssen, würde ich vorschlagen, gehen wir wieder zurück und steigen über die Bründelriese ab. Das ist ein bisschen leichter. Mhm. Und dann wieder zurück zum Auto, ne? Alles klar. Finster. Hast du ausreichend die Familie informiert, dass du noch lebst? Ich bin gerade drüber. Du bist gerade drüber? Ja, aber wir sind noch live. Also. Wir sind noch live. Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch, genau. Mach eine Sprachnachricht. Das ist viel authentischer. Dass du noch lebst, könnte ich in dein Handy eintippt haben. Was hast du für Ideen? Den Namen finde ich sehr sympathisch. Dach und Fassade GmbH Ingenieur Stefan Machacek. Eine schöne Abendstimmung immer noch, allerdings merkt man, die Sonne ist weg. Nein. Gib mir den mal rückschauen, bitte. Selbstverständlich. Bei so Fragen muss ich immer vorsichtig mit Nein antworten. Ich weiß nicht, ob das ernst war. Was drauf probierst du? Der höfliche Vergewaltiger fragt vorher. Ein kurzer Straßenhatscher. Bis wir wieder da bei unserer Holzgabione vorbeikommen. Jetzt wird es da zwar schon ziemlich finster. Sag ich mal. Aber wir gehen da runter. Da ist nämlich angeschrieben die Bründelries. Blau markiert. Da runter. Vertrittssicherheit und sowas schreiben sie nichts. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir das auf alle da erklären können in unserem Zustand. Also in diesem finsteren Graben da geht es ohne Stirnlampen im erdigen Gelände eher nichts mehr. Ja, vor allem weil es ein bisschen feucht ist auch noch. Was? Der Regen der letzten Tage hat uns da leider ein bisschen einen Streich gespielt, gell? So im Halbdunkeln vom Wald ist jetzt wirklich zum Aufpassen bei diesen Verhältnissen. Es ist da zwar nicht sehr steil, aber erdig und unangenehm mit rutschigen Wurzeln und rutschigen Steinen. Das ist nochmal ein richtiger Wadelbeißer sozusagen.
Ein bisschen Stauner gibt es, aber nichts so Aufregendes, gell? Nichts, was man nicht mit ein bisschen Vorlage machen kann. Mit Vorlage kann man alles Mögliche machen. Ja, und wenn man da jetzt rausschaut, mag man kaum glauben, gell, da ist noch hell. Jetzt nur nicht im Abstieg übermütig werden. Bin ich schon immer übermütig geworden? Nein, du bist übermütig geboren worden. Da ist. Glaub ich, das ist ein Erholungsheim in Fellbring unten, oder? Die Bründelwies ist das. Mhm. Ist eine super geile Stimmung da im Abstieg, gell? Das war was ganz was anderes. So. Sommerlich, das ist genau ein Wiesenduft. Ja. Leider kein Geruchs-YouTube, aber naja. Sieht man schon, ja. Walter der Falter. Da ist jedenfalls einmal blau. Aufstieg Brünnelries, auch dem Abstieg zu benutzen, zum Kohlröselhaus in einer Stunde oder Herrgottschnitzerhaus. Ja, gut, sehr gut. In andere Richtung Meiersdorf und drei Städten. Mhm. So, wir müssen der Straße folgen. Auch wenn der blaue Weg da etwas anders sagt. Ja, genau, wir müssen der Straße folgen. Genau, weil das geht dann genau zurück zu unserem Parkplatz. Ja, da bei diesem Wasserbehälter schließt sich der Kreis. Ja, Israel, was sagt er? Es war super geil. Von den Felsen her war super leibend, der Hanselsteig, richtig geil. Die Atmosphäre von der Hohen Wand ist halt immer wieder ein Erlebnis. Wenn man sich jetzt oben durch begeht, sind auch nicht viele Leute. Wir waren eigentlich fast allein. Die Gesellschaft, die wir gehabt haben, war super angenehm. Mhm. Kann jedem nur empfehlen. Ja, und damit, du hast immer noch gesprochen, oder? Nein. Die Gegend hat dich auch nicht inspiriert? Nein. Das ist auch sehr schade. Ja, dann hast du nicht mehr, ich bin gerade dabei. Ich bin Israel. Und vielleicht sieht man sich mal auf einen anderen Tour. Das ist wie ein Klavierstuhl, Hansa. Das ist deine. Hast du nie gefragt, warum die Leute zwar hin haben? Karl Lagerfeld.